Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Civitar, wo es hier gerade stürmt und regnet aus allen Eimern. Ich habe überlegt, wir versuchen es nochmal gegen den Priester, genau. Einmal noch, und wenn es nicht klappt, dann machen wir erstmal eine andere Mission weiter. Aber zuerst reiten wir hier mal zu dem Priester hin und schauen, was er von uns verlangt. Wie wir ihn abschlachten. Ich meine, natürlich, ihn diplomatisch zur Rede zu stellen. Na los, reite. Schneller. Das ist auch nicht mehr ganz so schnell. Wie am Anfang. Rechts rum. Wow, was war das? Ich verreite mich ja auch gerade völlig. Das geht da mal runter, du kannst. Oh. Ja gut. Da ist irgend so ein Lager gerade gewesen. Rechts. Wow. Platze, renn! Platze! Bist du blöd? Platze, mach Speed! Alter, hier sind aber irgendwie alle nicht so ganz nett. Hier draußen. Ach du meine Güte. Vorne ist doch schon gleich der Priester. Wenn ich mich recht entsinne. Wir müssen aber auch schauen, dass wir die Stahlwaffe nehmen. Nicht die für Monster. Guck mal, wir müssen doch irgendwas haben. Konsumgüter. Was uns wieder heilt. So. Die, wie aktiviert man so ein Ding eigentlich? Bei. Hier, das sind die ganzen Zeichen. Das wäre H, das wäre G. Ah! Vitalitätsregeneration. Achso, wir haben gerade so ein gegrilltes Hühnerbein gefuttert. Und das Leben geht ja allmählich hoch. Ja, das geht doch. Ich wusste ja nicht, dass das die Vitalität ist. Ich habe gedacht, das heißt Leben. Aber anscheinend ja nicht. Ja gut, also reden wir jetzt hier mal mit der Wache. Gleich. Aber bevor ich das mache, muss ich hier etwas gucken. Wegen Tastaturzuweisung. Mal ganz kurz soeben. Starker Angriff. Zum Beispiel keine. Starker Angriff wäre, könnten wir auf E, oder? E. Absteigen. Absteigen, eh, ja, okay. Jetzt haben wir da nichts mehr. Was ist, wenn wir da zum Beispiel 5 drauf tun? Wir fahren Block 5. Wäre jetzt ein starker Angriff. Keine Ahnung. Oder ist er? Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich. Gleich geht's weiter, gleich geht's weiter. Keine Panik. Starker Angriff, wenn das hier. Er. Konsumgut 1. Wäre er. Ja, das können wir ja. Das ist ja F quasi. Das F ist. Oder vielleicht V mal. Ah, Questziel, Alter. V. Ja gut. Dann nehmen wir da eben die Ziffern Block 5. So. Dann hätten wir nämlich das jetzt auf R gelegt. Das habe ich nämlich auch an meiner Maus mit dran. Das ist ganz praktisch. Eins wäre Stahlwaffe, sehr gut. Aber jetzt reden wir mal hier mit dem Priester. Jetzt
Reden wir mal mit dem Priester. Wieso kann ich nicht mit dem Priester reden? Priester. Geh reden. Habe ich gerade wirklich die Tastaturzuweisung von Reden weggemacht? Ach du meine Güte. Ja, Interaktion. E. Vielleicht. Ja, ganz nett. E. Ah. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Durchaus. Ich habe mich darum gekümmert. So, ich habe mich um die Gräber... Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat das überlebt. Das kennen wir ja schon, das kennen wir ja schon. Faszinierend. Ich bin nicht bestechlich und jetzt wollen wir aber die... Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ja, drei gegen ein. Uah! Alter, den Priester haben wir jetzt aber schnell weggenatzt. Sehr schön. Super, Geralt. Jetzt läuft es auch ein bisschen besser. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ach, der Priester. Priester? Oh. Oh, 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 oh. 200 Kronen. Nice. Und ein Streitkolben. Ein Streitkolben. Och, ja. Der ist ja ganz gut, wa? Nehmen wir einfach mal den Strahlkolben. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Von den Werten her. Ja, Schaden hat der 7 mehr. Ja, nehmen wir den einfach mal. Jetzt haben wir noch einen Streitkolben auf Rücken. Das ist doch ganz nett. Was haben wir denn jetzt als Quest? Sorry, Plötze. Nee, ich wollte hier gerade umschalten. So, Quest. Da haben wir sie. Empfohlen Stufe 5. Die könnten wir natürlich jetzt schon schaffen. Oder wir könnten den Ciris Fußstapfen erstmal machen. Das würde ich vorschlagen, dass wir die jetzt einfach mal starten. Und dann schauen, wo Ciri sich befindet. Finde heraus. Finde heraus. Habe ich mir gerade. Ich glaube, Plötze mag das Gewitter nicht. Ganz nah. Eigentlich ganz normal beim Pferd. Würde ich sagen. Die Karte: Maubertal. Anschlagebrett. Anschlagebrett. Wählen. Das hier jetzt wäre jetzt Wählen. Und finde heraus, ob wieder wohnt. Keiner. Oder da ist. Wie sollen wir das denn machen? Ich gehe erstmal in die Taverne. Los, lauf! Egal. Auch wenn wir Stufe 5 bräuchten. Wir sind ja nicht von schlechten Eltern. Werde das schon schaffen. Hoffe ich. Hoffe ich mal. Ich würde schon schief gehen. Also gegen den Priester hat es jetzt eigentlich relativ gut geklappt. Vor allem, dass ich jetzt auch diesen starken Angriff habe auf der einen Taste. So, auf R quasi. Da ich ja eher sowieso an meiner Maus habe zum Nachladen, trifft sich das ganz gut. Hier ist, glaube ich, so ein bisschen Morast, ne? Ja. Immer ganz schön irgendwo auf der Karte. Ich achte da auch immer drauf. Ich reite eigentlich größtenteils nach dieser Karte, gucke gar nicht, was vor mir ist. Wow, weil man da sofort immer den Gegner sieht. Die sich außen rum herumtümmeln. Alter, kannst du mal aufhören zu regnen? Wartet mal. Keine Lust mehr auf Regen. Meditiere jetzt. Gute Idee. Pacta. Wie? Winter. Hä? Meditation geht jetzt gerade nicht. Wäre auch gut. Oh, ich höre Wölfe. Vorne rechts oder wilde Hunde.
Da wäre jetzt noch eine Mission, aber wir reiten jetzt erstmal zu unserer Hauptmission. Oder vorher wäre auch ein Feind gewesen. Das ist alles gerade nur Nebenquests, da können wir ja später nochmal vorbeireiten. Jetzt erstmal geht's hier weiter mit der Hauptmission. Und der Taverne. Taverne hört sich auch gut an. Vielleicht können wir uns da noch ein Bierchen gönnen. Das wäre doch mal nett. Was haben wir denn da hinten auf der Insel? Egal. Egal, nicht so wichtig. Wo haben wir denn die Taverne? Alter, wie geil das hier gerade blitzt. Sieht schon irgendwie cool aus. Heya! Interessant, die versuchen ihr Schweine zu verstecken, glaube ich. Also Essen, Vorräte. Aber jetzt gehen wir gleich erstmal in die... hinein in die gute Stube, in die nette Taverne. Aber das machen wir erst in der nächsten Runde. Verabschiede mich für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wie immer mal wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da. Ich würde mich freuen. Denn es freut mich ja, wenn ihr euch freut. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.